Hallo zusammen. Und nein, es geht nicht um den ICE4. Wir machen uns eine Arkadenmauer, wie hier im Bild zu sehen. Also dranbleiben, es geht direkt los. Ja, zuallererst nimmt man sich hier ein Stück Styrodur, schneidet das in Streifen und rollt, am besten, wenn man einen zur Hand hat, mit dem Mauerroller einmal drüber. Wenn man das Ganze jetzt zweimal gemacht hat, nimmt man sich einen der beiden Streifen und zeichnet sich die Bögen der Arkaden an. Das habe ich hier schon mal gemacht. Und als nächstes schneidet man sich die Säulen, Schrägstrich, die Arkadenbögen raus. Als nächstes nehmen wir uns noch ein Stück Styrodur, das ungefähr einen Zentimeter an jeder Seite übersteht, und zeichnen uns darauf unsere Arkadenbögen an. Allerdings zusätzlich nochmal die Bögen darüber in ungefähr einem halben Zentimeter Abstand. Das ist das, was ich jetzt hier gerade mache. Auch mit dem Zirkel hier zur Hilfe logischerweise. Und dann schneiden wir uns das Ganze noch einmal aus. Das werden unsere Ziersteine. Jetzt brauchen unsere Ziersteine natürlich auch noch eine Mauerstruktur. Da ich dafür eine andere wähle, muss ich natürlich jetzt in den sauren Apfel beißen und das Ganze mit dem Messer einritzen. So, jetzt kann man die ganze Geschichte schon mal zusammenkleben. Ich verwende dafür handelsüblichen Holzleim. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Zwischenergebnis so bisher aussieht. Ja, das Ganze war doch noch ein bisschen langweilig, also dachte ich mir, komm, pimp my Arkadenmauer. Deshalb setzen wir hier noch ein paar besondere Ziersteinchen, oben nochmal eine Reihe Ziersteine und schon sieht das Ganze ein bisschen peppiger und ja, echter einfach aus. Ja, und was jetzt noch fehlt, ist natürlich die Farbe und dieses Mal beginnen wir mit einem Mittelgrau und einem relativ feinen Pinsel. Das mache ich ganz einfach deshalb, um einen geringen Farbauftrag zu haben und trotzdem jede Fuge und jede Nische hier zu erwischen. Das ist für das Endergebnis ganz wichtig. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber die Arbeit wird sich in dem Falle lohnen, denn wenn man hier die Ritzen und Fugen zuschmiert, hat man später eben nicht so ein schönes Ergebnis. So, nachdem das Ganze jetzt grau bemalt und logischerweise die Farbe auch komplett ausgetrocknet war, kann man hingehen und das Ganze mit einer schwarzen Lasur einmal lasieren und dann auch wieder trocknen lassen. Und der nächste Arbeitsschritt wäre dann das Trockenbürsten mit der Farbe Weiß. Und hier muss man auch sehr, sehr dezent arbeiten, lieber mehrmals rübergehen und vorsichtig arbeiten, damit man das gewünschte Ergebnis erhält. Zu guter Letzt verpassen wir unserer Arkadenmauer den letzten Schliff. Und zwar nehmen wir uns schwarze Pigmente und drücken die hier so ein bisschen in die Bögen rein, um das Ganze ein bisschen rosiger und alt wirken zu lassen. So, zu guter Letzt kann man jetzt noch das Ganze mit mattem Klarlack versiegeln. Dann bleibt die Farbe auch für immer erhalten. Und damit sind wir auch schon fertig mit unserer Arkadenmauer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei BIM baut.